herzlich willkommen zu Poundotech und zu diesem kurzen Video. Ich war gerade einkaufen, beziehungsweise ab und zu schicke ich auch meinen Freund einkaufen mit den ziemlich konkreten Angaben, was er mitbringen soll. Und dabei ist mir wieder einmal aufgefallen, dass ich vielleicht mal ein Video drehen sollte über das Thema Bio, ja oder nein. Wenn du meine Videos schon länger verfolgst oder meine E-Mails oder meine Facebook-Fanpage, dann weißt du, dass ich grundsätzlich eigentlich ein sehr, sehr großer Vertreter, ein sehr großer Fan von Bioprodukten bin, gerade wenn es um tierische Produkte geht. Aber manchmal stehe ich im Supermarkt und dann bin ich so richtig hin und her gerissen, was ich jetzt tun soll. Denn ich möchte mal hier gerade zeigen, das ist jetzt was, was ich gerade habe einkaufen lassen. Das ist der Brokkoli für meine Tochter. Die Leute lachen immer, aber sie steht tatsächlich total auf Brokkoli. Ist wahrscheinlich eines der wenigen Kinder, die Brokkoli so lieben. Und deshalb brauchen wir immer frischen Brokkoli im Haus. Das Problem ist jetzt, das hier ist ein Bio-Brokkoli. Und zwei Sachen stören mich. Das erste ist, dass meistens bei diesen Bio-Sachen der Ursprung, also wo es herkommt, aus welchem Land es kommt, nicht gerade das ist, was man als regional bezeichnen könnte. Das hier ist jetzt, der hier ist jetzt aus Italien, finde ich, das geht noch, aber ich habe vor kurzem gerade auch Bio-Birnen gesehen, die, nach denen ich automatisch gegriffen habe und dann erst gesehen habe, okay, auf dem Etikett, das sind Bio-Birnen aus Argentinien. Und das hat natürlich nicht mehr viel mit Bio zu tun. Wenn du solche Sachen, die es ja eigentlich auch bei uns gibt, kaufst, obwohl sie von der anderen Seite der Welt kommen, das ist ein Riesenaufwand, die hierher zu kriegen. Die kommen mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug. Das ist natürlich eine wahnsinnige Umweltbelastung und meiner Meinung nach nicht mehr besonders bio. In diesem Fall stehe ich natürlich immer so ein bisschen zwischen zwei Stühlen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich die Bio-Äpfel oder die Bio-Birnen aus Argentinien oder Chile kaufe, kaufe ich lieber die Nicht-Bio-Äpfel oder Nicht-Bio-Birnen, also ganz normale, in Anführungsstrichen normale Birnen oder Äpfel aus regionalen Gebieten. Die zweite Sache, die mich häufig stört bei den Supermärkten, ist, wie du hier schon siehst, der Brokkoli ist richtig fester eingewickelt in Folie, also in anderen Worten in Plastik. Dasselbe Problem hatte ich mit den Äpfeln. Die einzigen Bio-Äpfel sind in so einer Schale drin. Wenn man Glück hat, ist die Schale noch aus Pappe, aber trotzdem dann Folie drüber. Noch schlimmer ist es bei so Sachen wie Pilzen oder so, wo das wirklich in einer kompletten Plastikschale und noch 50.000 Mal eingewickelt. Und ganz ehrlich, das ist meiner Meinung nach, hat das nicht mehr viel mit Bio zu tun. Also, ich glaube, Fazit dieses Videos ist grundsätzlich, bin ich immer dafür, dass du Bioprodukte kaufst, gerade wenn du, vor allem wenn du tierische Sachen essen möchtest, also Eier, Fleisch, alle Milchprodukte, Fisch, bitte, bitte immer drauf achten, wo das herkommt. Dir zuliebe und vor allem natürlich auch den Tieren zuliebe, wenn du darauf nicht verzichten kannst oder willst. Und bei den Gemüsesachen bitte immer abwägen. Also die in Plastik verschweißten Bio-Birnen aus Argentinien sind mit Sicherheit kein bisschen mehr Bio als die normalen Birnen aus Deutschland oder aus einem unserer Nachbarländer. So viel dazu, deshalb bitte Bio grundsätzlich ja, super, aber immer ein bisschen auch den Verstand einschalten und schauen, okay, kaufe ich das jetzt, weil da einfach Bio draufsteht und weil ich da irgendwie schon so konditioniert bin, oder ist das vielleicht auch irgendwie so ein bisschen eine Mogelpackung, denn mit Bio wird natürlich viel Marketing betrieben und auch viel Geld gemacht, insofern immer ein bisschen abwägen und ja, also ich weiß zum Beispiel, dass meine Eltern kaufen ihre Eier wirklich beim Demeterhof nebenan. Das ist natürlich die Optimalvariante, wenn man tierische Produkte essen will. Wer das nicht kann, immer ein bisschen drüber nachdenken, auch auf den Preis schauen, denn die ganz billigen Sachen, gerade bei den tierischen Produkten, die können gar nicht bio sein, weil sich gute Qualität einfach nicht billig produzieren lässt. Aber auch beim Gemüse immer drauf gucken, also das hier ist meiner Meinung nach höchstens zu 50% bio. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich, was ich dir damit sagen wollte. Und ich freue mich natürlich auf dein Feedback. Lass mich wissen, wie du das handhabst. Am besten hier in den Kommentaren unter diesem Video. Ich freue mich natürlich auch über ein Gefällt mir und auf das nächste Video mit dir. Bis dann. Ciao.